Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Heute ist seine Bewegung Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bekannt. Doch er selbst stellte sich nie in den Vordergrund. Ohne nach persönlicher Anerkennung zu streben, arbeitete er unermüdlich daran, Krishna-Bewusstsein, Gottesbewusstsein auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Anerkennung blieb nicht aus. Führende Gelehrte, Akademiker und Religionswissenschaftler aus aller Welt wurden auf seine Errungenschaften und auf seine Persönlichkeit aufmerksam. Und Tausende fanden in ihm ihren liebsten, wohlmeinenden Freund. Ihm zu Ehren haben seine Schüler in den Hügeln von West Virginia eine beeindruckende Gedenkstätte errichtet, die jährlich von einer 500.000 Menschen besucht wird. Dies ist nur eines der vielen Beispiele, wie sich die Liebe derjenigen ausdrückt, deren Leben er tief berührt hat. Krishna, Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare. Sich immer an Krishna, Gott, zu erinnern und ihn niemals zu vergessen. Das ist das Ziel der spirituell reichen Kultur Indiens, die tausende von Jahren blühte. Selbst heutzutage ist diese Krishna-Kultur noch lebendig. Unvergleichliche architektonische Errungenschaften, Kunst, Theater, Musik, Tanz und Philosophie. Kalkutta, 1896, die Hauptstadt Indiens, das Kronjuwel des britischen Reiches. Eine moderne Stadt mit breiten Straßen und weitläufigen Parks. Hier wird Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami geboren. Abhay Charan wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie auf. Schon von Geburt an ist er ein reiner Gottgeweihter. Seit seiner frühesten Kindheit besucht er regelmäßig mit seinem Vater den nahegelegenen Radha-Krishna-Tempel. Mit 4 Jahren beginnt er spontan, ähnliche Bildgestalten zu Hause zu verehren. Als Abhay Charan vom Ratha-Yatra-Fest hört, dem traditionellen Wagenfest zu Ehren Shri Krishnas, steigert dies seine natürliche Hingabe. Mit Hilfe seines Vaters führt er jedes Jahr seine eigene kleine Ratha-Yatra-Feier durch, wobei er auch die Kinder aus der Nachbarschaft mit einbezieht. Im Alter von 8 Jahren kommt Abhay Charan in die nahegelegene Matilal Seal-Schule. Nach seinem Schulabschluss besucht er das Scottish Churches College, eine der renommiertesten Hochschulen von Kalkutta. Genau zu jener Zeit organisiert Mahatma Gandhi mit seinen indischen Landsleuten einen landesweiten Boykott gegen alles, was britisch ist. Gandhis Kampagne überflutet ganz Indien und das Land vereinigt sich zu einer riesigen Antikooperationsbewegung. Da Abhay Charan die Unterwerfung der Kultur und der Menschen Indiens durch die Briten nicht gutheißt, wird er ein früher Anhänger Mahatma Gandhis. Doch im Jahre 1922 kommt es zu einem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Er trifft Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami, den größten Geweihten Krishnas der damaligen Zeit. Srila Bhakti Siddhanta gehört zu einer Schülernachfolge von spirituellen Meistern, die bis zu Sri Krishna selbst zurückreicht. Er überzeugt Abhay Charan, dass Krishnas spirituelle Botschaft nicht von der politischen Stellung Indiens abhängig ist. Er bittet Abhay Charan, Krishna-Bewusstsein in der westlichen Welt zu verbreiten. Abhay Charan ist tief beeindruckt. Zu dieser Zeit steht er mitten im Familienleben. Während er nach Allahabad zieht und erfolgreich eine Apotheke aufbaut, bleiben die Worte seines spirituellen Meisters tief in seinem Herzen. 1933 wird er von Srila Bhakti Siddhanta als Schüler eingeweiht, der einmal sagte, wenn die Zeit reif sei, werde Abhay alles Notwendige eigenhändig tun. 3 Jahre später, kurz bevor Srila Bhakti Siddhanta diese vergängliche Welt verlässt, bittet er Abhay Charan noch einmal, Krishna-Bewusstsein in der englisch sprechenden Welt zu verbreiten. Abhay Charan nimmt sich die Worte zu Herzen und fängt an, unermüdlich zu schreiben. 1944 startet er, ganz allein auf sich gestellt, die Zeitschrift Back to Godhead, die 14-tägig erscheint. Die erste Ausgabe befasst sich mit dem Thema Krieg. Es tobt der Zweite Weltkrieg nach nicht gerade einmal 20 Jahren Frieden. Das Back to Godhead erklärt, dass die Menschen auf der ganzen Welt ein Ende des Krieges herbeisehen, doch wollen sie gleichzeitig das Königreich Gottes ohne Gott.
Dies ist jedoch nicht möglich. Wegen unserer Selbstsüchtigkeit sind all unsere Pläne zum Scheitern verurteilt, es sei denn, wir wenden uns wieder Gott zu. Nach dem Krieg zieht Abid Charan nach Jhansi und gründet die League of Devotees, den Bund der Gottgeweihten. Er entwirft die Richtlinien einer internationalen Organisation, in der die Mitglieder ein friedliches, auf Gott ausgerichtetes Leben führen können. Ajaya Prabhakar, sein erster Schüler, erinnert sich. Er war immer bereit, Krishna-Bewusstsein zu lehren, und die Leute kamen zu ihm, um mehr darüber zu erfahren. Nachdem sie von ihm über Krishna gehört hatten, wollten viele seine Schüler werden. Er sagte ihnen: Ihr könnt meine Schüler werden, wenn ihr den heiligen Namen Gottes chantet und den Genuss von Zigaretten, Fleisch, unerlaubte Geschlechtsbeziehungen und Glücksspiel aufgebt. Aber nur wenige waren bereit, diese Gewohnheiten aufzugeben. Er sagte dann: Die Inder imitieren die Menschen des Westens. Daher werde ich in den Westen reisen, um dort Schüler anzunehmen. Wenn die Inder sehen, dass Menschen aus dem Westen in der Lage sind, religiösen Prinzipien zu folgen, dann werden auch sie wieder dazu bereit sein. Traditionsgemäß zieht sich Abid Charan im Alter von 58 Jahren aus dem Familienleben zurück und nimmt 5 Jahre später den Lebensstand der Entsagung an. Er heißt nun Abid Charanaravinda Bhaktivedanta Swami. Er lebt zurückgezogen im historisch-mittelalterlichen Radha Damodar Tempel in Vrindavan und vertieft sich in das Studium der heiligen Schriften. Vrindavan ist der Ort, wo Sri Krishna vor 5000 Jahren seine transzendentalen Lilas, seine Spiele, offenbarte. Durch die Jahrtausende hindurch haben sich immer wieder Heilige an diesen Ort zurückgezogen, denn Vrindavan gilt in der vedischen Kultur als der heiligste Pilgerort der ganzen Welt. Im Gegensatz zu den anderen Heiligen, die in Vrindavan leben, denkt Bhaktivedanta Swami nicht daran, sich von der Welt zurückzuziehen. Für ihn ist Vrindavan eine Quelle der Inspiration, ein idealer Ort zum Meditieren, Verehren und Schreiben. Hier beginnt er mit seinem monumentalen Lebenswerk, die Übersetzung und Erläuterung des größten Klassikers der Hingabe zu Gott, dem Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami nennt es eine kulturelle Präsentation zur Respiritualisierung der gesamten Menschheit. Oft verlässt er Vrindavan, um im nahegelegenen Delhi sein Magazin und seine Bücher drucken zu lassen. Obwohl das Reisen viel Zeit und Toleranz erfordert, betrachtet er es als Teil seiner spirituellen Mission: hingebungsvollen Dienst zu Krishna zu verbreiten. Er schreibt: Unsere Führer haben sehr bewusst Indiens Schatzkammer der spirituellen Errungenschaften beiseite gelassen und ahmen nun die materialistische Lebensweise des Westens nach. Aber die Menschen sind unglücklicher denn je, weil sie das Wichtigste aus ihrem Herzen ausgeschlossen haben, das spirituelle Leben. In Delhi verteilt Bhaktivedanta Swami eigenhändig die Ausgaben des Back to Godhead auf der Straße. Mit Hilfe kleiner Spenden schlägt er sich durch, um die Veröffentlichung des Magazins aufrechterhalten zu können. Er trifft sich regelmäßig mit dem Drucker Surendra Kumar Jain. Es war irgendwann im Monat Februar 1956, als ich Srila Prabhupada zum ersten Mal traf. Er kam in meine Druckerei, um seine Zeitschrift, das Back to Godhead, drucken zu lassen. Mir war klar, dass es für ihn nicht einfach war, das Geld für die Druckkosten aufzubringen. Er kam praktisch jeden Tag in die Druckerei, und sobald der Druck fertig war, erledigte er auch alles Weitere selber. Er war sehr entschlossen und engagiert. Wenn es vorkam, dass er nicht zahlen konnte, fragte ich ihn: Warum machen Sie das? Warum hören Sie nicht einfach damit auf? Darauf antwortete er: Nein, es ist meine Mission. Eines Tages werden Sie erkennen, mein lieber Surendra Kumar, dass meine Bemühungen nicht fruchtlos waren. 1964 vollendet Bhaktivedanta Swami den 3. Band des Srimad Bhagavatam. Der Premierminister Lal Bahadur Shastri drückt seine Wertschätzung aus und empfiehlt Bhaktivedanta Swamis Bücher den öffentlichen Bibliotheken in Indien. Sumati Moraji, die Präsidentin der Reederei Skindia Steamship Company, spendet Bhaktivedanta Swami Geld für den Druck seiner Bücher und ermöglicht seine Fahrt in die USA. Er kam jeden Abend zu uns und eines Abends sagte er, er würde gerne nach Amerika gehen. Ich war überrascht und sagte: Geh lieber nicht, du bist zu alt dafür und außerdem wird es dort auch viel zu kalt für dich sein. Aber er bestand darauf und so willigte ich schließlich ein und traf Vorkehrungen für seine Überfahrt an Bord der Jaladuta. An dem Tag, an dem das Boot durch den Suezkanal fuhr, war Krishnas Erscheinungstag und er rief die Besatzung und alle anderen an Bord zusammen. Er trug Sanskrit-Verse vor und verteilte dann Prasadam.
some shloka and then some prasad was distributed to them and all that. Bhaktivedanta Swami, ein einsamer Bettelmönch, reist im Alter von 70 Jahren um die halbe Welt. Sein einziger Reichtum ist die Botschaft, die er mit sich trägt, und sein unerschütterliches Vertrauen. Die Seereise auf der Jaladuta stellt sich als eine große Prüfung heraus. Bhaktivedanta Swami wird seekrank und hat sehr starke Schmerzen in der Brust. Innerhalb von 2 Tagen erleidet er 2-mal einen Herzinfarkt. Er ist sich sicher, dass er einen weiteren nicht überleben wird. Doch allmählich erholt er sich wieder. Er schreibt: Heute fühle ich mich besser, aber ich fühle Trennungsschmerz von Vrindavan. Obwohl ich keine Qualifikation besitze, bin ich ein Risiko eingegangen, um den Auftrag meines spirituellen Meisters zu erfüllen. Am 17. September 1965 legt die Jaladuta im Hafen von Boston an. An Bord schreibt Bhaktivedanta Swami: Mein lieber Krishna, du bist so gütig zu dieser nichtsnutzigen Seele, aber ich weiß nicht, warum du mich hierher gebracht hast. Der Großteil der Bevölkerung ist völlig ins materielle Leben vertieft. Wie soll ich ihnen die Botschaft des Krishna-Bewusstseins verständlich machen? Ich kann einfach nur deine Worte wiederholen und wenn du möchtest, kannst du mir die nötige Kraft gewähren, um so zu sprechen, dass sie es verstehen. Ich verfüge weder über Hingabe noch über Wissen, aber ich habe starkes Vertrauen in Krishnas heiligen Namen. Ich trage den Namen Bhaktivedanta. Das höchste Ziel von Wissen ist Hingabe. Und jetzt kannst du, wenn es dir beliebt, die wahre Bedeutung dieses Namens in Erfüllung gehen lassen. Gezeichnet dein unglücklicher und unbedeutender Bettler Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami bleibt zunächst eine Zeit lang in Butler, Pennsylvania, beim Sohn eines indischen Freundes, bei Gopal Agarwal und dessen Frau Sally. Der Swami war ein Freund meines Schwiegervaters, Herrn Agarwal aus Agra, Indien. Er hatte mich gebeten, den Swami zu unterstützen. Tja, und das habe ich auch getan. Daher kam er dann eines Tages mitten in der Nacht bei uns zu Hause an. Er blieb ungefähr einen Monat bei uns in Butler. In dieser Zeit habe ich ihn wie einen Schwiegervater achten und lieben gelernt. Er war eine sehr feinfühlige und liebenswürdige Person. Er war eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Der Swami hatte nur ein paar Habseligkeiten bei sich. Kleidung, eine Schreibmaschine, seine Bücher und eine Tasche mit Getreideflocken waren sein einziger Besitz. Und doch brachte er uns so viel. Stellen Sie sich nur vor, Sie reisen von der einen Seite des Erdballs auf die andere mit nur so wenig Besitz. Der Swami brachte auch einen Topf mit, in dem er sein Essen kochte. Tja, und eigentlich auch das Mittagessen für uns alle. Unser Sohn Bridge war damals erst 6 Monate alt. Als er zum ersten Mal stehen konnte, war der Swami dabei und er lachte und lachte, als er sah, wie der Kleine plötzlich stehen konnte. Sein Lachen war einfach überwältigend, grenzenlos. Er schien mit seinem Lachen das ganze Universum zu füllen und er lachte viel. Ich genoss seine Gemeinschaft in diesem Monat so sehr, wie ich sonst noch nie etwas in meinem Leben genossen habe. Obwohl Bhaktivedanta Swami in Butler ein angenehmes Leben führen kann, entschließt er sich, eine der wichtigsten Philosophien der Welt, Krishna-Bewusstsein, in eine der wichtigsten Großstädte der Welt nach New York zu bringen. Er zieht in die West 72nd Street Nummer 100. 3 Monate später wird seine Schreibmaschine und sein Diktiergerät gestohlen. Bhaktivedanta Swami sagt später: Ich riskierte mein Leben, als ich in die USA kam. Meine Gesundheit war schlecht und das Ende meiner Tage war abzusehen. Manchmal wusste ich nicht, wo ich übernachten sollte, auch war ich die eisige Kälte nicht gewohnt. Obwohl es schien, als wäre ich ein ganzes Jahr allein gewesen, empfand ich es aber nie so. Ich spürte immer die Gegenwart meines spirituellen Meisters. Daher verlor ich auch trotz aller Schwierigkeiten niemals meinen Enthusiasmus. Als Bhaktivedanta Swami in den Vereinigten Staaten eintrifft, befinden sich die USA in einem Jahrzehnt des Aufruhrs. Es herrscht Unzufriedenheit über den Vietnamkrieg und die Politik der USA im In- und Ausland. Viele bezeichnen das Vorgehen der USA als rassistisch und ausbeuterisch. Die Jugend fühlt sich vom Establishment hintergangen und versucht daher, eine eigene Gegenkultur zu bilden. Als Bhaktivedanta Swami in den Vereinigten Staaten ankommt, sind Tausende der Amerikaner dabei, sich vom Status quo zu lösen und begeben sich auf die Suche nach einer alternativen Lebensweise. Vorübergehend wohnt Bhaktivedanta Swami in einem Studio in der Bowery, das ihm ein Freund zur Verfügung gestellt hat. Mukunda Goswami, der seine Vorlesungen damals besucht, berichtet von seinem ersten Treffen.
Er trug eine Brille mit sehr dicken Gläsern und hatte ein riesiges Sanskrit-Buch vor sich liegen. Seine Stimme war tief und klangvoll. Er sprach mit großer Autorität. Die Sanskrit-Verse, die er zitierte, waren sehr schön, sehr melodiös. Er war offensichtlich ein herausragender Gelehrter. Ich wurde sehr neugierig und war erstaunt darüber, wie solch eine aristokratische Person in der Bowery, dem heruntergekommensten Stadtteil von New York, leben konnte. Nach dem Vortrag wandte ich mich an ihn, um mit ihm zu sprechen. Er saß auf einem kleinen Kissen und ich stand vor ihm. Als er zu mir aufschaute, hatte er den Gesichtsausdruck eines sehr glücklichen, unschuldigen kleinen Kindes. Ich konnte verstehen, dass er unbegrenzt viel Zeit für mich hatte. Er hatte keinen Mangel an Zeit. Ich stellte ihm Fragen und er beantwortete sie. Nach einiger Zeit zog er in eine etwas bessere Gegend in der Second Avenue. Wir halfen ihm dabei, einen kleinen Laden und eine kleine Wohnung im Hinterhaus zu mieten. Dieser kleine Laden befand sich in der Second Avenue in der Lower East Side von New York, die damals von Tausenden von jungen Hippies bewohnt wurde. Innerhalb weniger Wochen verwandelte sich dieser Laden in einen wunderschönen Krishna-Tempel. In dieser Zeit kam auch Allen Ginsberg des Öfteren vorbei. Als er in die Lower East Side zog, dachte ich, dass dies wirklich eine geniale Einschätzung der gesellschaftlichen Umstände war. Denn traditionellerweise zogen alle Swamis, Yogis und Meister zu den Reichen in Uptown New York und ließen sich von ihnen unterstützen. Krishnamurti wohnte beispielsweise in eleganten Appartements in der Upper East Side mit Wohnzimmer und französischen Möbeln. Aber hier lebte Bhaktivedanta Swami wie im tiefsten Kalkutta, wo die Hippies, Acidheads, Freaks, Drogenabhängigen und Amphetaminsüchtigen rumhingen. Es schien, als ob er tatsächlich eine Art von Gesang und Licht an den richtigen Ort brachte, in die unteren Schichten, die es bitter nötig hatten. Die Lower East Side war aber vor allem in den 60er Jahren auch das intellektuelle Zentrum der künstlerischen und spirituellen Richtungen. Seine Wohnortwahl war in der Tat der richtige Entscheid zur richtigen Zeit. Ein Freund erzählte mir was von einem Love Festival im Tompkins Square Park, das letzten Donnerstag stattgefunden hatte. Als ich dann auch solch ein Fest besuchte und mit ein paar eingeweihten Schülern sprach, verstand ich sofort, dass der Swami etwas Besonderes hatte. Ich hatte ja schon eine Zeit lang einen Guru gesucht und so hat Krishna mich zu ihm geschickt. I was wandering in the street and some of the boys saw me and gradually they came to me. My mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental vibration will cleanse the dirty things of the mind. It doesn't matter what he is. This transcendental vibration is equally appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste. Because it is coming forth from the depth of the soul. Krishna hatte die ganze Zeit über schon Vorkehrungen getroffen, schreibt Srila Prabhupada später. Er brachte euch aufrichtige junge Männer und Frauen zu mir, einen nach dem anderen,
damit ihr im Krishna-Bewusstsein ausgebildet werdet. Ich kann jetzt erkennen, dass dies ein Wunder ist. Wie sonst könnte ein alter Mann mit ein paar Büchern, deren Erlös kaum für das Essen reicht, überleben, ganz zu schweigen davon, eine gottesbewusste Bewegung in einer materialistischen Gesellschaft zu initiieren. Für Bhaktivedanta Swami sind dies glückliche Tage. Er singt und spricht mit der Kraft eines jungen Mannes. Er bringt die Hare Krishna-Bewegung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, indem er in Parks chantet, das Back-to-Godhead-Magazin verteilt und kostenlose Sonntags-Love-Feasts feiert, was viele Menschen anzieht. Jetzt kennen seine Hoffnungen für die Zukunft keine Grenzen mehr. Die Hare Krishna-Bewegung hat Fuß gefasst. Im Frühling 1967 gaben mir Leute Zeitungsausschnitte von New Yorker Tageszeitungen, die von einem Swami in New York City berichteten. Ich begab mich also nach New York, um ihn und seine Bewegung einmal näher kennenzulernen. Meinen ersten Kontakt hatte ich mit Schülern von Bhaktivedanta Swami und ich muss offen gestehen, dass ich von den Schülern etwas enttäuscht war. Sie schienen nicht besonders gut darüber informiert zu sein, was sie da überhaupt taten. Dennoch waren sie sehr ernsthaft und hingegeben. Daraus konnte ich mir einfach keinen Reim machen, ihr mangelndes Wissen und ihre Unsicherheit auf der einen Seite und ihr Engagement auf der anderen, bis ich schließlich Bhaktivedanta Swami selbst traf. Ich erkannte, dass dies die Person war, die das Ganze in Gang hielt. Aber was mich besonders beeindruckte, war die Tatsache, dass er sich selbst nie in den Mittelpunkt stellte. Er sagte nie, mach das wegen mir. Nein, er sagte immer, du solltest das und ich sollte das für Krishna tun. Oder wenn er ihnen Anweisungen gab, Dinge zu tun, die sie für unmöglich hielten. Zum Beispiel sagte er einmal zu einem seiner ersten Schüler, bringe eine Zeitschrift heraus. Der Junge hatte noch nie zuvor etwas mit einer Zeitschrift zu tun gehabt, abgesehen davon, dass er einmal eine gelesen hatte. Der Schüler sagte dann, wie soll ich das machen? Und Bhaktivedanta Swami meinte, Krishna wird dir helfen. Es war wirklich erstaunlich zu sehen, welchen persönlichen Eindruck er auf Menschen machte, wie er in der Lage war, ihnen Zuversicht und Selbstvertrauen zu geben. Aber es war vielleicht noch wichtiger, dass er ihnen das Vertrauen gab, dass es da jemanden gab, der sie führte und ihnen die nötige Kraft gab. Bhaktivedanta Swami gehört aber nicht New York, er gehört Krishna. Als einige seiner Anhänger ihn nach San Francisco einladen, macht er sich auf, um der freizügigen Jugend dort Krishna, seine jahrtausendealte Kultur, sein spirituelles Essen und sein zeitloses Chanten näher zu bringen. Er will zeigen, wie man für immer high bleiben kann. Im Herzen der Hippie-Bewegung, in Haight-Ashbury, Golden Gate Park und in den Herzen der Hippies erklingt das Hare Krishna-Mantra mit unvorstellbarer Kraft. Versammeln sich auch hier aufrichtige Anhänger um Bhaktivedanta Swami. Die Hare Krishna-Bewegung beginnt zu wachsen. Bhaktivedanta Swami wird nun respektvoll Prabhupada genannt, was bedeutet, jemand, zu dessen Füßen große Meister sitzen. Von Montreal sendet Prabhupada 6 Schüler nach London, damit sie dort einen Tempel eröffnen. Yamuna Devi Dasi erinnert sich. In jenem Herbst flogen wir also nach London. Und obwohl wir keinen festen Wohnort hatten und nur von Krishna abhängig waren, gelang es uns irgendwie durch den Enthusiasmus, den Srila Prabhupada uns in Montreal mitgegeben hatte, Kontakt zu George Harrison herzustellen, der damals ein Mitglied der Beatles war. Er war sehr zuvorkommend. Er hatte eine solch große Wertschätzung für das Hare Krishna Mantra, dass er sofort sagte, lass uns eine Single produzieren. Wir nahmen also die Schallplatte auf und er war sehr zufrieden damit. Er vervollkommnete die Aufnahme noch mit Background Music und so erschien die Platte.
Apple organisierte sogar Tourneen für uns. Wir gingen nach Deutschland, Frankreich und waren auch im Fernsehen. Auch die London Times brachte eine Reportage über uns. Und so konnten wir einen Bericht an Srila Prabhupada schicken, der die Überschrift hatte: Krishna-Bewusstsein verblüfft London. Diejenigen, die zu Srila Prabhupada kamen und von der Philosophie des Krishna-Bewusstseins überzeugt waren, erhielten von ihm die Einweihung. Nicht durch Geburt, wie im strengen Hindu-Kastensystem, sondern auf der Grundlage von Qualifikation und Ernsthaftigkeit. In der gesamten spirituellen Tradition Indiens hatte noch nie jemand zuvor etwas derart Kühnes und scheinbar Unmögliches versucht, Menschen aus dem Westen in geweihte Sri Krishnas zu verwandeln. Aber durch seine intensive spirituelle Kraft und sein Mitleid ist Srila Prabhupada erfolgreicher, als er es selbst für möglich gehalten hätte. Wie alt ist diese Bewegung? From historical point of view, it is about 5,000 years old. Woran liegt es, dass die Bewegung erst jetzt in der westlichen Welt Fuß fasst? Ich meine, erst in den letzten Jahren. The Western world, the younger generation were being frustrated with the hippie movement. So, when they saw something tangible, they accepted it. Was würde passieren, wenn jeder in den USA so intensiv wie Sie an Krishna glauben würde? Was würde dann aus dem Land werden? Was würde sich ändern? Was würden Sie denn als Hippie bezeichnen? You know better than me. Something extraordinary. The thing that really inspired me the most about Srila Prabhupada. Was mich bei Srila Prabhupada am meisten beeindruckt hat, war seine völlige Aufopferung für seine Schüler. Srila Prabhupada war am liebsten mit seinen Schülern zusammen. Es war nicht so, dass er Unmengen von Schülern annahm, sich dann zurücklehnte und dann drängte, tu dies oder jenes für mich. Er tat mehr für uns, als wir jemals für ihn tun können. Da ich persönlich mit ihm reiste, konnte ich mit eigenen Augen sehen, welch unglaubliche Opfer er für uns auf sich nahm. Selbst als er krank war, predigte er weiter und sorgte sich weiter um uns. Er fragte, wie sich die Dinge in seiner Bewegung entwickelten oder wie es den einzelnen Schülern ging. Er sorgte sich so sehr um uns, dass er sich sogar um unsere persönlichen Belange kümmerte. Prabhupada hielt sich nicht auf Distanz. Er erwartete lediglich, dass wir die Zuneigung, die er uns schenkte, erwiderten. Und wenn wir sie erwiderten, gab er sie uns umso mehr zurück. Meine persönliche Erfahrung mit Srila Prabhupada war, dass ich in ihm eine Person fand, der ich mich völlig hingeben konnte. In Srila Prabhupads Augen ist Krishna-Bewusstsein nicht eine Philosophie für den Lehnstuhl oder eine Teilzeitreligion. Es ist ein Lebensstil, eine transzendentale Kultur, die den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen der Menschen ein Ende bereiten kann. Um seine Vision zu verwirklichen, reist Srila Prabhupada im Laufe von 12 Jahren 14 Mal um den Erdball, inspiriert seine Anhänger und spricht mit allen interessierten Menschen über das Krishna-Bewusstsein. Seine Tür steht jedermann offen. Nothing is private property. Everything belongs to God. Yeah. That we have stolen God's property and claiming my property. In Australia, the Englishman came here, but is that the property of the Englishman? It was there. America, it was there. And when everything will be finished, it will be there. In the middle we come and claim, it is my property and fight. Um die Krishna-bewusste Tradition in ihrer ganzen Vielfalt aufleben zu lassen, plant Prabhupada die Gründung von sich selbst versorgenden Bauernhofgemeinschaften, die auf dem Prinzip einfach leben, hoch denken beruhen. Die erste Gemeinschaft dieser Art entsteht in den Hügeln von West Virginia und umfasst rund 70 Hektar Land.
Prabhupada nennt sie New Vrindavan, nach dem Ort in Indien, an dem Krishna seine Lilas offenbarte. 1972 gründet Srila Prabhupada in Dallas, Texas, die erste Krishna-bewusste Grundschule. Srila Prabhupada führte ein sehr praktisches Grundschulsystem ein, welches neben dem normalen Unterricht auch Selbstverwirklichung lehrte. Das Gurukul-System ist in dem Sinne außergewöhnlich, dass die Lehrer von allen Lastern frei sein müssen. Heutzutage mögen Lehrer hohe akademische Qualifikationen besitzen, doch wir finden kaum eine Institution, in der die Lehrer auch von lockeren sexuellen Beziehungen, Berauschung und Rauchen frei sind. Im Krishna-Bewusstsein jedoch muss sich der Lehrer auf der Ebene des reinen, hingebungsvollen Dienstes befinden, da sein Beispiel einen großen Einfluss auf die Kinder hat. Denn Kinder lernen eigentlich viel mehr von dem, was Lehrer tun, als von dem, was sie ihnen sagen. Das sind einige der Prinzipien, die Srila Prabhupada für die Gurukul einführte. Educators are actually doing, not just what they're saying. So these were some of the principles that Srila Prabhupada introduced in Gurukula. Um ihren spirituellen Fortschritt weiter zu fördern, unterweist Srila Prabhupada seine Schüler auch in der zeitlosen Tradition der Bildgestaltenverehrung. Er erklärt: Ich habe dieses System der Bildgestaltenverehrung unter Ungläubigen und Atheisten eingeführt. Krishna kann mit den gegenwärtigen Sinnesorganen nicht erkannt werden. Doch barmherzigerweise ist er bereit, persönlich in der Form seiner Bildgestalten zu erscheinen, um unseren Dienst anzunehmen. Wenn wir von der wunderschönen Form der Bildgestalt angezogen werden, vergessen wir unsere Anhaftung an materielle Dinge. Mit der Verehrung der Bildgestalten entwickeln wir reine Liebe zu Gott. Dann wird unser Leben erfolgreich. Hier in Melbourne, Australien, verehrt Srila Prabhupada Sri Chaitanya, eine Inkarnation Krishnas. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. We are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are followed in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. In den ersten 5 Jahren nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten präsentiert Srila Prabhupada das Krishna-Bewusstsein hauptsächlich westlichen Menschen, von Hausfrauen über Hippies bis hin zu Staatsoberhäuptern. Nach einer Reise um die ganze Welt kehrt er schließlich im November 1971 mit einigen seiner Schüler nach Delhi zurück. Der Bürgermeister bereitet ihm einen Empfang wie für einen heimkehrenden Volkshelden. Srila Prabhupada zitiert Sri Chaitanya: Es ist die Pflicht derjenigen, die in Indien geboren wurden, andere durch die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins zu erheben. Darin besteht der größte Schatz Indiens. Es ist ein einzigartiges Geschenk dieses Landes für die Welt. 30.000 Inder kommen allabendlich zum Park in Delhi, um die Gottgeweihten aus dem Westen zu sehen und von Srila Prabhupada zu hören. Während sich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt ausbreitet, möchte Srila Prabhupada auch die Wurzel in Indien nähren. Er reist nach Mayapur in Westbengalen, dem Geburtsort Sri Chaitanya Mahaprabhus. Es war Sri Chaitanya, der vor etwa 500 Jahren das gemeinsame Chanten der heiligen Namen Gottes eingeführt hatte. In Mayapur erwerben die Gottgeweihten ein kleines Stück Land und beginnen, ein internationales Gästehaus zu errichten. Für eine Handvoll Gottgeweihte, die keine große Ahnung von Architektur haben, ist das keine leichte Aufgabe. Srila Prabhupada leitet sie an und ermutigt sie. Er sagt: Wir sind glücklich und zufrieden, wenn wir in einer Lehmhütte wohnen können. Aber wenn wir so leben würden, wer würde dann schon kommen?
Je mehr wir unser Land nutzen und bebauen, desto mehr Menschen werden sich angezogen fühlen. Srila Prabhupada plant einen Tempel, der das größte Planetarium der Welt beherbergen soll. Um den Tempel herum soll eine spirituelle Stadt mit Schulen, Läden, Landwirtschaftsbetrieben und vielen Tempeln zur Verehrung Krishnas entstehen. In den Herzen der Inder ist eine natürliche Achtung für die ewige Krishna-bewusste Kultur vorhanden. Viele kommen und schließen sich Srila Prabhupads Bewegung an und lassen sich von ihm einweihen. In einem Radius von 10 Meilen um einen Tempel sollte niemand hungern, lautet Srila Prabhupads Wunsch. Im März 1972 beginnen die Gottgeweihten ein Programm zur Nahrungsmittelverteilung und versorgen hungernde Menschen mit Prasadam, Krishna geopferte vegetarische Speisen. Als das Mayapur-Projekt sich entwickelt, lädt Srila Prabhupada seine Schüler aus allen Kontinenten ein, um gemeinsam den Jahrestag von Sri Chaitanyas Erscheinen zu feiern. Srila Prabhupada möchte, dass seine Schüler gereinigt und inspiriert werden, indem sie sich an den heiligen Orten an Krishna erinnern. In Vrindavan begleitet Srila Prabhupada seine Schüler zu den heiligen Städten und erläutert ihnen die jeweilige Beziehung zu den ewigen Spielen Krishnas. Die Gottgeweihten genießen ein Bad im heiligen Wasser der Yamuna. Srila Prabhupada erwirbt Land in Bombay, der internationalen Geschäftsstadt Indiens. Obwohl der Tempel nur aus einer Hütte besteht, plant Srila Prabhupada ein internationales Kulturzentrum. Sein Ziel besteht darin, so vielen Menschen wie möglich den Genuss des spirituellen Lebens zu ermöglichen, durch Philosophie, Dienst oder spirituelle Nahrung, damit jeder glücklich, hoffnungsvoll und friedfertig wird. Dr. M.D. Desai, ein führender Industrieller Bombays, erinnert sich. Von 1971 bis 1977 habe ich Srila Prabhupada viele Male getroffen. Und immer wenn ich ihn traf, versuchte ich Fehler an ihm zu finden oder versuchte sogar, ihn wütend zu machen. Einmal versuchte ich herauszufinden, ob er gierig sei. Aber ich konnte einfach keinen Fehler an ihm finden. Sie wissen ja, im Geschäftsleben oder auch im Alltagsleben versucht man, die Schwächen des anderen aufzudecken, um daraus einen Vorteil herauszuschlagen. Doch hier traf ich auf einen Menschen, der sich einfach nicht aus der Ruhe bringen ließ. Bei ihm gab es absolut kein Zeichen von Lust oder Gier. Ich konnte nicht einmal eine Spur von Neid in ihm entdecken. Und nach 6 Jahren dann erkannte ich, dass er eine sehr begnadete, heilige Person war. I couldn't see a spot of jealousy in him. And then I realized, after 6 years of that he was a very empowered divine person. Allmählich, sagt Srila Prabhupada, sehe ich, wie all meine Träume erfüllt werden. Bombay, ein geräumiger Marmortempel, ein Theater, ein Restaurant, eine Bibliothek und ein 7-stöckiges Hotel. In Mayapur entwickelt sich die geplante spirituelle Stadt. In Vrindavan entsteht der bekannte Krishna Balaram-Tempel, ein internationales Gästehaus und eine Schule. Prabhupada sieht, wie sich seine Gesellschaft zu einem Zusammenschluss von über 100 Tempeln, Restaurants, Instituten, Schulen und Landwirtschaftsbetrieben entwickelt. Vor 500 Jahren sagte Chaitanya Mahaprabhu voraus, dass eines Tages Krishnas heiliger Name in jeder Stadt und in jedem Dorf zu hören sein werde. Mitte der 70er Jahre ist Hare Krishna weltweit ein Begriff. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich die Hare Krishnas zum ersten Mal traf. Denn ich war sehr überrascht und fragte mich, was diese Kleidung, das Chanten und die rasierten Köpfe zu bedeuten haben. Es wirkte schon ein bisschen fremd, ein bisschen eigenartig. Aber je mehr ich die Bewegung kennenlernte, desto mehr kam ich zu der Auffassung, dass es eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen der Essenz ihrer Lehren und meinem Verständnis vom ursprünglichen Kern des Christentums gab. Zum Beispiel anspruchslos zu leben,
keine weltlichen Güter oder Gewinne anzuhäufen und im Mitgefühl für alle Lebewesen froh und glücklich zu leben. Ich bin beeindruckt, wie sehr die Lehren dieser spirituellen Tradition, die von einem einzigen Mann weitergegeben wurden, auf das Leben von so vielen einen so nachhaltigen Eindruck machen konnte. Meiner Ansicht nach ist Prabhupads Beitrag sehr wichtig und wird auch von bleibender Dauer sein. Als Kind feierte Srila Prabhupad mit seinen Spielkameraden Ratha Yatra in der Nähe seines Hauses in Kalkutta. Jahre später feiert er immer noch das Ratha Yatra Fest, diesmal allerdings mit Hunderttausenden von Schülern und Gästen in den Hauptstraßen der Großstädte auf der ganzen Welt. People follow, imitate. Americans, I am traveling all over the world. Everywhere I see, they are trying to manufacture the skyscraper building, imitating your country. So, if you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. Ob vor riesigen Menschenmengen oder im engen Kreis weniger Schüler, Srila Prabhupads Haltung der Hingabe bleibt immer die gleiche. Wo immer Srila Prabhupad sich befindet, folgt er einem geregelten Tagesplan. In der Ruhe der frühen Morgenstunden geht er auf ausgedehnte Spaziergänge und teilt diese vertraulichen Momente mit einer kleinen Gruppe von Schülern und Gästen. Oberflächliches oder dogmatisches Denken weist er zurück und führt so seine Schüler sorgsam zu tieferen Einsichten. Nach seinem Spaziergang begrüßt Srila Prabhupad die Bildgestalten des höchsten Herrn auf dem Altar. Er weist ihnen seine Ehrerbietung und gibt eine Vorlesung zu einem Vers des Srimad Bhagavatam. You may have $2 million, I may have $10, you may have $100. Everyone has got some riches.
That is admitted. But nobody can say that I have got all the riches. That is not possible. If somebody can say that I have got all the riches, he is God. That is spoken by Krishna. Nobody has said in the history of the world. Krishna said, Bhoktaram Jagasamatam Sarvalokamahisam. I am the enjoyer of everything. And I am the proprietor of all the universe. Who can say that? That is God. Am Nachmittag empfängt Srila Prabhupada oft Gäste. Hier in Los Angeles zum Beispiel trifft sich mit Religionswissenschaftlern. Your pride, your property, your family, your bank balance, your skyscraper building, all taken. Yes, finished. Got up. This is God. Now understand God? To believe and not believe, God will come one day. He'll take you, take your everything and get out. That is stated in the Bhagavad Gita. For those who are not believers in God, to them I come as death and take away everything. Finish. That one has to believe. Yes, as sure as death, then God is here. So unless one is madman, he cannot say there is no God. Anyone who denies the existence of God, he is a madman. Prabhupada, wäre es nicht besser, man würde sagen, er sei blind oder dumm? Yes, the same thing. The mad is the sum total of all stupidity. Festival takes place. Wo immer Srila Prabhupada hinreist, setzt er seine höchst produktive Schreibtätigkeit fort. Er steht lange vor Morgengrauen auf und widmet sich mehrere Stunden der Arbeit, die Original-Sanskrit- und Bengali-Verse zu übersetzen und zu erläutern. Sein größter Beitrag besteht in seinen Büchern. 60 Millionen Bücher in 28 Sprachen werden allein zu Srila Prabhupads Lebzeiten verteilt. Professoren von Dutzenden von Universitäten benutzen seine Bücher als Standardausgabe und schreiben positive Rezensionen. Er leistete auch darin eine sehr wichtige Arbeit, dass er Sri Krishna Chaitanyas Philosophie der Hingabe zum ersten Mal in der westlichen Welt bekannt machte. Aber er übersetzte die Texte nicht nur, sondern er präsentierte sie in einem ganz anderen Licht als die bisherigen Übersetzungen. Ich habe so viele verschiedene Übersetzungen der Bhagavad Gita gelesen, die alle im Sinne der Unpersönlichkeitsphilosophie der Advaita-Schule interpretiert wurden. Hier kann man nun sagen, dass zum ersten Mal eine Übersetzung mit der Haltung der Hingabe, eine wirklich spirituelle Übersetzung des Textes, geleistet wurde. Für mein Gefühl entspricht diese Übersetzung vielmehr dem wahren Sinn und dem eigentlichen Zweck der Bhagavad Gita. Der 1972 gegründete Bhaktivedanta Book Trust veröffentlicht ausschließlich Srila Prabhupads Bücher. Er wird weltweit der größte Verlag im Bereich indischer Religion und Philosophie. Für Srila Prabhupada bildet das transzendentale Wissen in diesen Büchern die Grundlage der Hare Krishna-Bewegung. Einer Bewegung, die laut Vorhersage in den nächsten 10.000 Jahren noch weiter anwachsen wird. Auch im Jahre 1977 setzt Srila Prabhupada trotz angeschlagener Gesundheit seine Reisen und seine öffentlichen Vorträge fort. Im Februar 1977 kommen Millionen von Menschen in Allahabad, Indien, zum größten Pilgerfest zusammen, dem Kumbh Mela Festival, um ein Bad in der heiligen Ganga zu nehmen. Obwohl Srila Prabhupada körperlich schwach ist, nimmt er daran teil. Seine Schüler singen Kirtan und verteilen Bücher und Back-to-Godhead-Magazine. Obwohl sein Gesundheitszustand sich stetig verschlechtert, hält Srila Prabhupada jeden Abend einen Vortrag in Bombay. Im Mai reist er nach Rishikesh am Fuße des Himalaya, um sich zu erholen. Dort gibt er weiterhin seinen engsten Schülern Unterweisungen. Im Oktober kehrt Srila Prabhupada in sein altes Zuhause nach Vrindavan zurück, um dort seine letzten Tage zu verbringen.
Obwohl Srila Prabhupada physisch eingeschränkt ist, bleibt sein Intellekt klar. Er diktiert weiterhin Übersetzungen und Erläuterungen zu seinem Lebenswerk, dem Srimad Bhagavatam, bis wenige Tage vor seinem Tod. Am 14. November 1977 verlässt Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada diese Welt. Da Krishna so gütig zu seinen Geweihten ist, gab er ihnen Srila Prabhupads Gemeinschaft. Weil Gott in seinem Willen vollkommen unabhängig ist, hat er diese Gemeinschaft nun unterbrochen. Diese heilige Persönlichkeit, die zu so vielen verschiedenen Themen mit Tausenden von Bedeutungen gesprochen hat, die in Tausenden von Situationen spirituelles Wissen vermittelte und Tausende Menschen inspirierte, ist nun zu seinem Herrn Sri Krishna zurückgekehrt. Doch Srila Prabhupada bleibt. Er lebt ewig in seinen Lehren und er lebt ewig im Herzen seiner Nachfolger als deren allzeit wohlmeinender Freund. Krishna, Krishna, Hare Hare.